Okay, der verbraucht doch ganz schön schnell. Gut, aber so viel bringt das auch nicht. Gut, aber wenn wir da einen Fluidukt mit anschließen würden. Gut, aber wo machen wir das? Ist ja gar kein Platz mehr. Wenn du in eine Ender-Tank machst mit dem Wasser. Theoretisch ja, aber da wird der wieder ein Block wegfallen. Ja, Das sorry. könnte man höchstens eventuell hier so machen. Nein, eigentlich brauchen wir es ja gar nicht, weil er pflanzt es ja selbst und die gehen ja nicht weg irgendwie. Nö. Das kommt wieder mit rein. So. Blub. So, hatten wir noch Getreide und so weiter. Ja, zwei Stück und zwei Kartoffeln. Dann hier ist einmal der Input. Beeilt euch aber. Da kommt auch eine Menge wieder hoch. Da. Schmeiß rein. Ja, das ist schon wieder das nächste, was durch die Wand backt. Und irgendwo im Keller liegt. Gut. So, Rest kommt einfach ins System rein. So, er sollte sich jetzt eigentlich die Dinger selber wieder auffüllen. Achso, ich habe jetzt die Obsidian-Pipe erstmal rausgenommen, damit da die alles nicht mehr rausploppt. Ja, ist auch richtig so. So. Ja, sieht aus, als ob es klappen würde. Oder kommt irgendwas hinten an der Kiste an? Warte, in die Bronze-Chest kommt gerade Weed an und in die Diamond-Chest momentan noch nichts. Aber ich. Doch, gut, dann ist es richtig. Dann bleibt es alles da. Jetzt müssen wir uns um den Fertilizer kümmern. Den würde ich sonst einfach per Dingspipe. Ist, glaube ich, das Einfachste. Denn es ist zwar der erste halt immer erst voll, aber Getreide ist ja eigentlich auch der Grundbestandteil. Das heißt, solange wie wir Strings haben, können wir irgendwie Strings herstellen aus Baumwolle, theoretisch. Warte mal. Ja, aus Cotton. Haben wir sonst noch irgendwann eine Möglichkeit? Ja, es gibt, glaube ich, zwei irgendwie. Halt aus Cotton. Oder du maceratest Wolle. Oder du mit da kriegst du uns was. Oder du nimmst ein Wool Gin und halt Wolle. Daraus bekommst du denn vier Strings. Verdammt, ich habe Wenn gerade die und. falsche gebaut. Ich habe Emerald Pipes gebaut. Ja. Verdammt. Strings. Gut, Ansonsten. über Silk Wisp könnten wir es machen. Mit Bienen halt. Ja. Darüber könnten wir das in großen Mengen machen. Oder über Sackmill. Gut, Pulverizer kriegen wir auch vier Strings raus. Bioproduktion, ja gut. Wir haben Möglichkeiten, wo wir das herkriegen. Ja, sonst versuchen irgendwie die Darum geht's ja eigentlich nur. Spinnenfarben. Stimmt, können wir auch noch machen. Wie spät ist denn das eigentlich? Das ist immer Es so. ist jetzt 23:15 Uhr. Okay. Das heißt, dies kriegen wir jetzt noch locker fertig. Ja. So, jetzt nur die Frage, wie wir das mit dem Überlaufrohr machen. Dass es uns halt nicht überläuft. Könnten wir im Endeffekt einen Kreislauf machen? Hier wollte ich gerade sagen, lass uns dort, da könnte man eigentlich einen Kreislauf machen. Ja, eben. Ich habe leider keine Eisenpipen mehr. Weil dann würde ich es nämlich wieder zurückschicken und am Ende einfach eine Kiste machen. Gut, aber da. Wie am Ende der Kiste reicht ja eigentlich, wenn du ihm jetzt sagst, Ja, hier. aber wenn, das Problem ist, wenn der Server runtergefahren wird und was in den Pipes drin ist, kann es sein, dass die Sachen verschwinden. Ah, okay, gut. Deswegen will ich halt möglichst das so machen. Alter, wir haben 6000 Eisen. Wollen wir wetten, die Kiste unten ist voll. Die speichern jetzt auf der Festplatte. Nee, Glück gehabt. Pack mal bitte einer ein bisschen Eisen rüber ins Lagersystem. Hier oben auf dem Weg. Theoretisch müsste ja eine Iron Pipe reichen, die das Ganze wieder zurückschickt, oder?
Ja. So. Auf der anderen Seite eine Kiste. Gut, aber was ist, wenn die Kiste überläuft? Wie wollen wir das regeln? Oder Naja, einfach auf wenn. der Seite auch wieder zurück. Naja, wenn wir einen Kreislauf bilden. Nee. Ich habe eine andere Idee. Wir machen das per Dings, per Signal. Wenn Platz in der Kiste ist, gib ein Signal aus. Und dann bau ein paar Sachen. Ja, kannst du mit Dings, mit den Iron Endgates machen. Ja. Aber ich bin am Überlegen, wie wir das hinkriegen, weil das ist ja schon eine recht lange Strecke, wo er denn noch was baut. Dann brauchen wir eigentlich eine zweite Kiste, wo halt immer in die erste reingepumpt wird. Aber halt da brauchen wir auch wieder einen Kreislauf, da ansonsten das Problem ist, dass das auch wieder überläuft. Boah, Alter, habe ich diese Zeiten vermisst. Wo man wirklich mal nachdenken muss. Mal so eine Frage nebenbei. Ich habe immer noch Exportbusse bei mir im Inventar, die pre-configurated. Was soll ich mit denen machen? Aufbauen und abreißen. Habe ich jetzt ja anders gelöst. Also kann ich die wieder ins Inventar schmeißen? Genau. Im Müllsystem. Ja, aber bitte erst einmal aufbauen und abreißen. Okay. Chris? Ja. Wo bist du gerade? Unten bei den Bären, ich habe was Lustiges gerade ausgefunden. Bei den Bären? Welche Bären? Ach so, was denn? Die kann man damit auch hochziehen oder was? Oh ja. Stimmt, vielleicht kann man die auch mit Fertilizer hochziehen. Das wäre irgendwie cool. Eine Dauerproduktion von dem. Soll ich mal eben ein Autocrafting Table machen? Nee, den mache ich gleich, weil wegen zeigen und Ach so. ja, genau, okay, Entschuldigung. Wo wollen wir die Pipe langlegen? Überm Feld rüber oder über Hohlraum? Hier hinten lang. Ja, wie willst du es jetzt machen? Also wir wollen jetzt einen Kreislauf machen, ne? Genau. Im Endeffekt, Ich hätte das ihn was. jetzt, Ja. ich hätte das jetzt anders gemacht. Ich hätte das jetzt einfach oben drüber gemacht. Dass du ihn hier oben hochgehen lässt und dann hier gerade Meine rüber. Frage, warum lässt du mich erst bauen und sagst sowas dann? Weil du erst angefangen hast zu bauen und bevor du mich gefragt hast. Gar nicht wahr, du warst dabei. Lügner. Warte, wir können immer noch Platz sparen. Hä? Ja, meine Güte. So. Ach, wenn ich da mal landen würde, dann. Hast du gerade. Naja, nein. So, fertig. Ach, so soll's bleiben. Ich habe keine Pipes mehr, die hast du alle. Ja, ich weiß. So. Ein runter noch und dann Iron Pipe daran dann. Nein. Ich möchte das ein bisschen anders machen. Und zwar, nein, damit wir wieder platzsparend sind. Nein, wir müssen sogar noch einen weiter, damit das passt. Hier kommt jetzt ein Iron Pipe lang. Ja, so kommt das hin. Da kommt jetzt eine Kiste drunter. Ich hole noch mal einen. Da reicht eigentlich eine Copperkiste. Gut, genauer genommen reicht eigentlich eine normale Kiste. So viel soll eigentlich nicht rein. Aber sicher ist sicher. Genau. So. Verdammt, Alter, wir wollen auf diesen engen Raum, müssen wir jetzt gleich den Automatic Crafting Ja, Table ich bin sowieso gerade überlegen, was du davor hast. Irgendwie gerade so ein bisschen. bauen. Einen Wo wir. Überlauf zu bauen, wo es möglich ist, dass wir, selbst wenn es wegbangen sollte, wenn der Server runterfährt, es das nicht tut. Dass wir halt wirklich nicht zu viel produzieren. So. Ein Hopper? Ja, wirst gleich sehen, warum. Okay. Ich möchte nämlich gerne zwei Kisten bauen, weil die Gates, die greifen ja auf Inventare zurück. Das heißt, ich möchte gerne ein Signal senden, wenn unten Platz ist. Gib mir bitte Signal raus.
Das heißt, sobald unten, also nur unten die Kiste was drin ist, oben nicht, produziert der wieder was. Und dadurch, dass es natürlich sein kann, dass wir im Endeffekt die doppelte Menge, also deutlich mehr drinne haben, als überhaupt die Kiste fassen kann. Also eine Kiste, brauchen wir eine zweite. Ja, okay. Damit selbst wenn es unterwegs ist und ankommt, nicht so wieder draufbackt. Genau. Chris schiedet sich erstmal XP. So. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das machen. Erstmal ist das Problem, dass wir einen zu dicht gebaut haben. Weil sonst verbindet er sich entweder mit dem unten oder mit dem oben. Entweder mit dem Gerät oder halt mit dem Hopper. So, 5 Minuten die Wasserkanne draufgehalten und immer konstant abgerissen. 35 Level. Tushita. So, das heißt, da geht das jetzt rein. Jetzt müssen wir uns überlegen. Der soll ja nur ausgeben, Wenn er was wenn im im, Endeffekt. wenn er was Ja, im Inventar also, hat. ich will jetzt noch ein Signal machen, erstmal ohne produzieren, dass er nur rauspumpt hier, wenn hier drin Platz ist. Das heißt, wir brauchen kurz Gates. Ich hoffe, wir haben noch welche. Wooden Pipe. Ach verdammt, ich habe den Table ja gerade gar nicht aufgebaut. Der müsste hier mit drin liegen, oder? Ja. Haben wir einen Tesseract noch? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwo mal im Kurzen eine Leitung. Unten im Keller. Energy Conduits? Habe ich noch drei. Verdammt, das reicht nicht. Energie Conduit da. Ach, ich nehme einfach mal einen neuen Tesseract. Bauen wir den einfach mal stationär komplett auf. So. Bauen wir den einfach mal hier draußen auf. So, Frequenz 1. 1, 2, 3. 1, 2. Wir haben natürlich 6 Stück. Das war ja irgendwie klar. Du bist falsch. So, dann den. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, wie werden die eigentlich noch gebaut? Wir brauchen rote Farbe. Ich glaube, wir. Verdammt. Stimmt, da war, glaube ich, auch letztes Mal mein Problem bei. Gate. So, wir brauchen ein Iron Ore Gate. Das ist Iron End. Nein, den will ich nicht. Wie Das gut, will dass ich ich haben. letztens erst rote Farbe gesammelt habe. Sicher? Ja, wir haben noch 14 Rosen und 3 Farbstoff drinnen. Na gut. Huldigt mir. Gehuldigt seist du. So, mache ich einfach mal für 16 Stück fertig. Iron. Was war das andere? Redstone. Da brauchen wir sowieso einen guten Satz. So, das heißt, wir brauchen Red Pipe Wire 8. Das heißt 8 rote Farbe ergibt 1 Stack. Machen wir aber mal 2 Stacks fertig. Warum? Ah, jetzt. Wie schnell geht das? Ja, hat einen halben Stack fertig. Redstone Iron Chipset. Na, bist fertig gleich. 3, 2. Machen wir da einfach mal 16 Stück fertig. Das müsste ein bisschen länger dauern, genau. Dafür möchte ich jetzt gern 16 Stück haben. Lalilu. Eigentlich müssen wir noch mal ein paar mehr bauen, dass es ein bisschen schneller geht. Bau dich gleich. Du weißt, Diamant. dafür haben wir auch einen Mod. Die haben keine Diamanten mehr. Deutsches System. Nein. Wir haben Diamanten unten noch nicht beigebracht. Ja, wir haben ernsthaft Diamanten bei den Erzen vergessen.